herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Assassin's Creed 3, dem Multiplayer-Modus. Mit Wolf. Du sollst nicht verraten, wer ich bin. Ich tarne mich. Ach stimmt, du bist inkognito. Ich bin inkognito. Mit jemandem, der inkognito ist. Ja, jetzt hast du auch schon gespoilt, ist egal. Ach Mist, tut mir leid. Aber der Gag ist insofern ja auch völlig kontextsensitiv, weil wir Assassin's Creed im Multiplayer-Modus spielen, wo es ja eben genau darauf ankommt, sich nämlich taktisch zu verkleiden. Habe ich gehört. Ja. Ich habe ihn noch nie gespielt, du hast dich schon ein bisschen länger beschäftigt. Ja, ein bisschen. Das stimmt. Und wir wollen euch den jetzt auch mal ein bisschen präsentieren. Es gibt verschiedene Spielmodi und ihr fragt euch vielleicht, wie funktioniert Assassin's Creed im Multiplayer-Modus. Wir zeigen euch das. Schaut mal rein. Oh. Ich mach das aus hier. So, das ist hier die Lobby. 6 Spieler sind am Start. Kann ich mir einen aussuchen jetzt, mit dem du spielst? Ich will den Harlequin. Spiel den Harlequin. Was? Wo ist er? Der ist zu spät. Nein! Oh, jetzt sind wir der. Oh, wer ist er denn? Heinrich der Eroberer. Heinrich der Eroberer? Ja, ein berühmter Kelte aus dem Stamm der Zn. Oh. Ja, ihr seht die Zahl. Ich habe mich so gefreut. Ja, die Zahl hinter dem Skin ist quasi das Level. Wir fangen mit. Darf man sagen, dass das dein authentischer Xbox Live-Account ist? Ja. Oder hast du Angst, dass du dann zugespammt wirst? Wir verpixeln das eh. Ja, okay, verstehe. Genau, das ist halt Wolfs Account, er hat noch nie Multiplayer gespielt, deswegen sind wir noch auf Level 1. Ja, man kann also aber 0 ja. Quasi. Man kommt aber relativ schnell voran, sodass man dann irgendwann auch rechtzeitig Level 5 ist und dann hat man auch so die ersten Boni freigeschaltet. Okay. Wie zum Beispiel Verkleidung, dann kann man eben für 20 Sekunden den Skin von einem anderen Typen kriegen, sodass man nicht erkannt wird. Also jetzt können die noch gar nichts. Wenn du einsteigst in den Multiplayer-Modus, genau, hast du deine Figur und das war's erstmal. Ja, genau, so ungefähr. Okay. Und das funktioniert halt so, dass wir ein Ziel bekommen, welches wir eliminieren müssen. Mhm. Zeitgleich bekommen aber auch andere Leute zwischen 1 bis 4, je nachdem wie gut wir sind, das Ziel, mich zu eliminieren. Und das ist dann immer so ein Spagat zwischen irgendwie meinem Ziel hinterher hecheln. Die Dreckschweine. Genau, und gleichzeitig eben. Guck, du, das ist jetzt dein Ziel, ne? Oder? Der Harlequin. Ja, der Harlequin. Hättest du ihn mal genommen, siehst du. Jetzt musst du nämlich suchen. Du, jetzt fühlst du dich ein bisschen blöd, ne? Kommst dir ein bisschen blöd vor. Aber guck mal, du siehst, oben rechts. Der Harlequin ist unser Ziel. Unten in der Mitte sieht man quasi, wo er sich rumtreibt. Das heißt, wir müssen dem Radar folgen. Und oben links, dieses rote Kuchenstück da, zeigt uns an, wie viele Leute uns verfolgen. Das ist jetzt einer. Das heißt, wir müssen immer so ein bisschen aufpassen. Und was man eben auch beachten muss, es gibt natürlich etliche Leute mit demselben Skin. Sodass quasi man jetzt nicht einfach irgendeinen Harlequin ermorden kann, sondern tatsächlich den nehmen muss. Ich dachte nämlich gerade schon, hier, da steht er doch direkt. Ah, das ist unser Hescher, siehst du? Die will uns umbringen. Oh! Okay, es bringt aber nichts, wenn man die jetzt prophylaktisch quasi selber abnimmt. Doch, das geht auch. Ja, dann mach's doch! Ja, aber ich muss mich ranschleichen. Hause weg, die alte Kröte! Ich muss mich ranschleichen. Warte, wo ist sie da? Ah! Das ist ja geil. Okay, jetzt hat sie einen Zivilisten getötet und deswegen kriegst du Punkte. Ja, jetzt ist das Ziel weg. Jetzt siehst du, der rote Kuchen ist weg, das heißt, wir sind nicht mehr ihr Ziel. Und jetzt suchen wir aber weiter unseren Harlequin. Und wir nähern uns ihm. Und das ist er da. Das muss er sein. Er hier. Und zack! Haha! Ey, geil! So. Das ist ja super cool. Das gefällt mir. Und jetzt haben wir 400 Punkte bekommen. So, und jetzt bekommen wir gleich ein neues Ziel zugewiesen. Super cool! Und wir haben einen neuen Verfolger. Das heißt, man muss auch mal so nach hinten gucken. Und immer darauf achten, ob sich irgendwo. Da ist er schon. Zum Beispiel. Und jetzt ist es vielleicht an der Zeit, einfach mal abzuhauen. Und es war zu Nein! Cool. Warum bist du denn nicht einfach mal abgehauen? Ich hab's probiert, es war zu spät. Oh, scheiße. Entschuldigung, das darf man gar nicht sagen, ne? Aber ey, du führst da sogar quasi. Also ich, also mit einem anderen noch. Aber das wir werden deinen Account schnell hochleveln. Okay, also du könntest jetzt natürlich, gehe ich mal davon aus, wie im Hauptspiel auch so die Dächer erklimmen und hin und her klettern. Aber du hast jetzt noch nicht die ganzen, du hast noch keine Rauchbomben. Oh, guck mal hier, das ist unser Feind, siehst du? Und ich muss irgendwie, hoffentlich sieht er mich nicht. Ah, er sieht mich. Oh. Siehst du, ich hätte gedacht, vielleicht verplante das, ich kann mich von hinten an ihm annähern und ihn dann niederprügeln. Aber ich glaube, du bist zu vertrauensselig einfach. Du solltest prophylaktisch einfach jedem mit Misstrauen und Missgunst begegnen. Ja, also man hat verschiedene Möglichkeiten. Man kann sich unsichtbar machen, indem man sich hier einfach mit der Masse bewegt, in der Hoffnung, dass die einen dann nicht sehen. Aber hier siehst du, das ist zum Beispiel eine Verfolgungsjagd. Ah. Oh, jetzt hau ich einfach mal ab. Oh. Guck mal, jetzt versuche ich einfach mal zu entkommen. Aber der ist einfach schneller als ich, siehst du? Der nämlich verfolgt. Oh Mann, und das fängt. Ah, ich mag ja diese Runterfall-Animation, ne? Ja. Machst du das auch im Hauptspiel, dass du wahnsinnig gerne die Wachen von den Dächern wirfst? Ich habe das Hauptspiel noch gar nicht gespielt. Hä? Noch gar nicht? Nö.
Guck mal, bei mir ist genau andersrum. Ja. Ich habe mich mit dem Multiplayer-Modus noch gar nicht befasst. Oh, hier, was ist denn hier los? Was, gibt's Beef oder was? Ja, ein bisschen Beef. So, also jetzt wollen wir mal zusehen, dass wir jetzt mal wieder einen selber platt machen. Das wäre schön. So, also du musst da oben diese schmierige Type da. Ja, so ein Kaufmannslatz. Oh, der ist ja entkommen, nee. So, und gleichzeitig immer ein Auge nach hinten haben, so. Okay, der ist jetzt nach oben. Es ist so schade, dass wir das jetzt nicht miteinander gemeinsam spielen. Ja. Ich hätte da wirklich Bock drauf. Guck mal, wir beobachten einen Mord da hinten. Vor allem mal was anderes, so diverse Multiplayer-Modi in Ego-Shootern, das kennt man. Im Prinzip ist es ja doch nur eine Variation von allem, was man kennt. Aber das wirkt wie was Frisches. Ja, genau. Und, oh, guck mal, da ist ein Clown. Zumindest für eine gewisse Zeit erstmal. Ja, und das ist natürlich echt viel lustiger. Man kann auch im Team spielen, also auch bis zu 4 Leute. Warte mal, wo ist denn jetzt der Kaufmann? Wer muss eigentlich da? Zack. Was? Oh, siehst du, jetzt habe ich aus wie ein Zivilisten eliminiert. Jetzt ist mein Ziel weg. Und ich, das war ja geradezu hinterfotzig. Ja. Okay, da waren wir ein bisschen. Ja, siehst du, das vielleicht. Das ist echt fies, weil man jetzt die ganze Zeit hinter jeder Bewegung irgendwie den nächsten Meuchelmord erwartet. Ja, dadurch, dass es eben nur so, was ich, 10 verschiedene Skins gibt oder so, ist das natürlich. Der ist hier oben. Oh, warte mal. Wie sieht denn der nochmal aus? Dann noch. Oh, das ist so ein der ist irgendwo, so ein abgelederter Schmierkopf. Der da hinten könnte es sein. Also. Dieses Abzeichen heißt eigentlich Abzeichen, dass der über uns ist. Das heißt, da oben ist er, hast du ihn gesehen? Guck mal, da springt er doch rum, die Kanaille. So, da ist er. Zack! Ja! Pam! Ah, schön! Haben wir ihn. Sehr schön. Da, guck mal, wie er runterrutscht und jetzt klatsch und bam! Hinterher. Sowas liebe ich. Ja. Wenn man auf dem Dach ist, verrät man sich übrigens, weil so die KI sich eigentlich nicht so auf dem Dach rumtreibt. Das heißt, jeder, der so auf dem Dach rumschlawenzt, ist eigentlich schon mal verdächtig. Okay, siehst du, jetzt hat der uns gekriegt. Oh Mann! Ey, kaum sollen wir uns mal im strahlenden Schein des Erfolges. Ja, sind wir sofort. Oh, schwer abgerutscht. Wir haben doch mal geführt. Nils, was ist denn los? Ja, das war am Anfang, ne? Und dafür stelle ich hier meinen Account zur Verfügung. Ja. Ich dachte, dass sofort ein Level-Up kommt hier. Zack. Naja, das kommt gleich. Wir haben jetzt ja natürlich noch nichts. Die anderen sind natürlich besser. Die können teilweise aus der Distanz schon töten oder können sich verkleiden. Ach, das oder kannst du auch nicht. Geschwindigkeitsboost. Nee, wir können noch gar nichts, weil wir halt noch Level 1 waren, als wir angefangen haben. Ich muss sagen, dieses Konzept, dass du jetzt quasi rumrennst, ohne irgendwas zu können oder zu haben, ist für mich echt ein bisschen neu, weil ich bin gerade mitten im Hauptspiel, so im letzten Drittel ungefähr, und werde auch allmählich immer mächtiger, und deswegen ist es für mich eine ganz schöne Umgewöhnung, das hier so zu sehen, wenn du überhaupt gar nichts an Ausrüstung hast. Ich kann das mal kaum glauben. Wie, du kannst nicht schießen? Wo ist denn deine Armbrust? Jetzt ist er wieder nach unten gelaufen. Mist. Mist, ey, du sollst runter. Runter! Runter! Hör auf jetzt! So. Jetzt haben wir natürlich uns echt auffällig verhalten. Was? Ich sehe das andauernd auf dem Weg zur Arbeit. Hier ist er durch jetzt, Mist. Weißt du? Da ist er. Warum gehen denn die Türen manchmal auf? Ja, das ist eine Falle. Wenn, eine Verfolgerfalle, wenn wir. Ach so. Oh, siehst du, jetzt muss ich rein. Oh, du wurdest entdeckt. Oh nein, ist er nach oben? Oh shit. Ah, okay, der da, aber dem Aufzug da hoch, oder kannst du auch noch nicht? Ja, der ist wohl entkommen. Ah, okay, du musst jetzt so eine neue Tuse, jetzt müssen wir wieder runter. Da ist sie irgendwo. Ach, da steht sie sogar. Oh nein, da ist der Feuer! Oh, jetzt muss ich schnell weg. Nichts weg, Versteckhorn. Ja, irgendwie. Da, in den Top. Nee. Nein. Ah. Alter, mein Herz hat Bubu. Warte. Ich mag kaum hinsehen. Ja, ich auch nicht. Alter. Oh, und er stolpert durch. Nein! Oh. Der Harlekin. Oh, das sieht auch wirklich fies aus. Ja. Ah, shit. Mist. Oh, und wir rutschen. 2300 Player 93. Ja, ja. Das sind ja die Liebsten, ne? Wir können jetzt auch ein bisschen mehr Action machen, indem wir einfach. Oh, hier, guck mal. Die hier. Nee. Der Harlekin. Der war das. Der ist direkt bei uns gespawnt, oder was? Ja, der weibliche Titten-Harlekin. Alter. Hinterher, da. Wer rennt denn da so ein blöde. Nee, nicht. Oh, Mist. Oh, das war jetzt natürlich ärgerlich, aber da konnte ja auch keiner mit rechnen. Nee. Klatsch. Die läuft hier die ganze Zeit durch die Gegend ganz frivol, ey. So. Von da hinten, da rennt. Nee, doch nicht. Das könnte sie sein, ja. Ja, ne, oder? Das ist natürlich echt blöd. Da? Nee. Ab. Oh, okay. Das ist. Jetzt merke ich endlich, was du meintest mit den ganzen verschiedenen Skins. Ich dachte jetzt schon dreimal. Ach, Ziel verfehlt. Siehst du, jetzt brauchen wir ein neues. Da hinten wäre sie gewesen, wir waren zu spät. Aber wir haben noch. Ach so. Ja, genau, die sehen natürlich alle gleich aus und deswegen weiß man natürlich nie so genau, wer das ist. Man hat natürlich ein Bild, aber, oh, das könnte unser Hescher sein, deswegen schnell weg.
Aber dann hätte die doch so einen roten Pfeil über den Kopf. Ja, nicht immer, wenn man... Das, die sind ja auch inkognito. Das, je unauffälliger die sich verhalten, desto besser ist das natürlich. Hier, guck mal. Da, der da oben. Nee. Ah, wirklich, man muss immer... Nee, ja, das ist schon zu spät. Das ist auch kein... Doch, das ist sie, oder? Nein, du musst ein Harlequin erledigen. Da ist sie. Oh Gott. Alter, das war unser Herrscher. Hast du was ist das denn? Das Ding, drei Leute gleichzeitig. Oh nein, schnell weg. Hier, so durch diesen Verfolger. Oh, schon wieder verloren. Ja, aber der unseren Verfolger auch, sind wir auch losgeworden. Ich weiß auch, woran das liegt. Das liegt an diesem völlig lahmen Charakter, den wir ausgewählt haben, beziehungsweise zugeteilt bekommen haben. Ja. Hier, guck dir den mal an, was ist mit dem los? Also das, was wir hier machen, ist eigentlich echt ungeschickt, weil halt man halt ja natürlich sich sofort outet als menschlicher Spieler, wenn man die ganze Zeit auf dem Dach rumhüpft. Deswegen sollte man sich nicht so auffällig verhalten. Das ist wohl wahr. Mal gucken. Down. Oh nein, hör auf mich zu schlagen. Hey. Was geht denn da unten ab? Sag, man kann sich so verstecken, ne? In Blumentöpfen oder in Schuhen. Ey, komm, noch eine Minute. Ich möchte noch einen Kill sehen. Ja, ich bin auch. Wirklich enttäuscht. Oh, nee. Oh, jetzt wieder hier. Ja, wir machen mal ein bisschen schneller. Die kleine Tittenmaus. Oh, das ist aber auch echt irgendwie hier viel Action gerade. Ich weiß nicht, warum die immer... Ist sie das vielleicht, die da vorbeikommt? Nee, die sind nicht nah... Warte, doch. Wo war sie? Das ist extrem nah. Die ist, glaube ich... Ja, die da, kommt. Das ist nee. Sie. Doch, oder? Das ist sie. Nee, das ist sie nicht. Nee. Oder? Aber nee, da rennt eine andere. Die ist es, die. Da ist sie. Ja, da. Ich sehe sie auch. Da. Nein! Alter Schwede. Alter. Der hat das Ziel vor unserer Nase. Ey, aber wirklich. Alter, das ist... Man hätte es nicht schöner inszenieren können. Ey, du hast Locken bekommen. Ja. Nee, wir haben jetzt unseren Verfolger dazu verführt, einen Zivilisten zu töten. Ah, fantastisch. Und hier der Buckelmeister. Ich kann jetzt nochmal zeigen, dass man sich zum Beispiel die letzten 10 Sekunden hier erstens gerade leuchten sehen. Ja. Jetzt ist der quasi so ein bisschen assimiliert von der Masse und das macht es schwieriger, uns zu entdecken für unsere Häscher. Man kann dann immer so ein bisschen untertauchen in der Masse. Das ist ja überraschend clever. Ja. Okay, das hat jetzt noch nicht so gut geklappt, aber wir haben ein paar Punkte gekriegt. Und ich habe einen guten Eindruck vom Multiplayer-Modus, weil wie gesagt, ich habe den noch keine einzige Sekunde gespielt. Aber ich hatte mal Bock drauf, ihn auszuprobieren. Man sieht hier übrigens da auf der rechten Seite, bei uns war es jetzt echt herzlich wenig, aber naja. Wie sich die Punkte zusammensetzen. Es wird nämlich nicht immer der gewinnen oder der die meisten Punkte haben, der jetzt auch am meisten Kills hat. Das hätte ich nämlich gedacht. Nee, man muss nämlich taktisch vorgehen. Je unauffälliger du quasi jemanden eliminierst, desto mehr Punkte kriegst du. Und wenn du jetzt wie ein Berserk auf einen zustürmst, wie, was weiß ich, bei irgendeinem Shooter und den platt machst, gibt es eben gar nicht so viele Punkte. Das heißt, man muss wirklich so ein bisschen taktisch spielen. Also Eddie wäre rettungslos verloren bei dem Absolut. Spiel, halten wir schon mal fest. Genau. Also nächste Runde mit Eddie, würde ich sagen. Und ja, nächste Runde, genau. So eine genau. Kleine geheime Kamera. Hey, mal so ein Scheißspiel machen, ey. Spiel ich nie wieder. Ja, Drecksspiel. Hey, Mann. Wo werde ich gespawnt? Wieder mitten im Gegner, ist doch scheiße. Ja, so ungefähr wird das wahrscheinlich... Ja, aber wir haben gleich das nächste Spiel, wir müssen gleich 10 Minuten warten. Dass wir sehen. Oh, immer noch Stufe 1. Hm. Ja, das war ja auch ein blödes Spiel. Ja, das war ja so auch echt zum Erklären. Aber jetzt pass auf. Jetzt geht's richtig ab. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass man sich da eine gewisse Zeit mit beschäftigen muss, um die ganzen Feinheiten, wie zum Beispiel, dass du dich in den letzten paar Sekunden noch an so einem Stand versteckst und so. Diese kleinen Tricks und Kniffe, ich glaube, die werden einem erst so nach und nach gewahr. Ja, natürlich. Diese Balance zwischen seinem Ziel verfolgen und gleichzeitig sich... Jetzt aber mal einen coolen hier. Welchen willst du denn? Den? Ich finde den Harlequin ja nach wie vor cool, aber den... Der ist so halt auffällig irgendwie. Ja, das stimmt. Also vielleicht jemand, der jetzt zum Beispiel ist, vielleicht eher unauffällig. Ja gut, nimm ihn, ey. Der Barbier von Sevilla oder was? Ansonsten ist ja mein Favorit auch der Pestdoktor hier mit der... Ja, finde ich auch total geil. Finde ich auch super, aber ich finde, es gibt so einige, so, die kann man auf der Entfernung besser ausmachen. Und wenn jetzt so irgendwie 7, 8 Leute im Tunnel stehen, dann gibt es so einige Leute, der sieht so irgendwie so einfach unauffällig aus. Du bist so verdammt vernünftig. Ja, ne? Ja, das ist wirklich ekelhaft. Also jeder andere nimmt sich erstmal einen geilen Harlequin, einfach nur, weil er geil aussieht. Aber ich will ja Punkte für dich. Ja, ist ja auch sehr nett. Ich denke ja nur an den Show-Value. Während der lebt, gebe ich dir noch ein paar Infos. Also du, ich freue mich zu den Sachen, du kannst quasi dann so ein Skillset, so ein Profil dir erstellen, wenn du eben mit zunehmendem Level auch Sachen freischaltest. Ja. Dazu gehört ganz am Anfang zum Beispiel die Verkleidung. Da kannst du dann halt 15 Sekunden irgendwie einen anderen Skin dir quasi überstülpen. Oh, das ist geil. Und das ist halt cool, wenn dich einer verfolgt, du gehst um die Ecke, drückst halt
diesen Knopf und dann hast du halt einen anderen Skill und der weiß das erst cool. Noch, wie du aussiehst, kommt um die Ecke und sieht dich dann erstmal nicht und das gibt dir die Chance, wieder unterzutauchen. Das ist echt ziemlich geil. Oder du kannst Rauchbomben werfen, das kannst du später noch freischalten, damit betäubst du den so ein bisschen und in der Zeit kannst du dich auch vom Acker machen. Und standardmäßig ist halt auch mit B kannst du jemanden halt betäuben. So, du kannst dich also auch verteidigen, wollte ich damit sagen. Okay. So. Jetzt rennen wir einfach mal. Die sind auch ein bisschen auffälliger dadurch, aber wir wollen ja ein bisschen mehr Action haben. Eben, muss aber was geben. Oh, jetzt haben wir auch schon einen Verfolger. Ja. Das ist natürlich fies, dass man angezeigt bekommt, dass man einen Verfolger hat, aber nicht wo er ist oder wie nah. Also wäre auch extrem langweilig, aber... Hey, hier, guck mal, das ist jetzt unser Ziel. Ja, langsam, wir, guck mal, wir ach, er hier, wir sind. Oh ja, das ist geil. Aber egal, der wollte jetzt nicht das. Yeah! Machen. Keine Lust gehabt, dass wir jetzt. Oh, diese naive kindliche Freude, wenn man jemanden möglichst brutal von hinten umbringt. Ich durchlebe sie ganz neu. Ja, unser nächstes Ziel, wir laufen mal hier durch, falls wir einen Herrscher haben, dann geht die Tür nicht zu. Siehst du? Jetzt hätten wir in der Zeit quasi unseren Verfolger abgedrückt. Das ist so smart. Ja, da, das ist er, hast du ihn gesehen? Da wer, wo, wie, was? Der, nein! Der da. Da, ah, jetzt haut er ab. Die alte Ratte. Wo ist er? Bist du ihn? Nö. Man darf es ja kaum laut sagen, aber ich finde, so manchmal hat Assassin's Creed auch ganz leichte Kameraprobleme. Manchmal ist sie einfach ein bisschen zu nah dran, so wie hier irgendwie. Mist, der ist jetzt wirklich gut abgehauen. Wir haben's, also ich hab's verplant. Ja, du musst ja auch nebenher noch Sachen erklären und so. Das muss man auch mal verstehen. Der hat mir jetzt eine gute Federung im Fuß. Hier, das ist so ein Moment, ne, da kann man sich geil drin verstecken. Zeigen wir mal eben so, zack. Das wäre natürlich geil, wenn der jetzt vorbeikommen würde und wo einfach so zack. Also hier. Ab. Okay, jetzt ist die Alte wieder dran. Ja, wir gehen hier mal durch. Zack, die ist direkt über uns. Komm, man spring runter, kommen, spring runter. Ja. Der auflauern. Aber nee. Mich nervt das immer, wenn man so hochklettern muss, weil man macht sich dadurch so auf. Ja, klar, natürlich. Komm jetzt hoch. Das gibt wirklich dem Begriff Katz- und Maus-Spiel eine ganz neue Bedeutung. Oh nein. Dauert so lange. Oh, ehrlich. Ist links und ey, ist bis dahin ist Rom da komplett neu aufgebaut. Da siehst du noch Ziel verfehlt. Oh. Aber wir haben keinen Verfolger gerade. Also wir wurden auch noch nicht. Aber wir brauchen ein neues Ziel. So, jetzt haben wir eins. Oh, schon wieder nach oben. Können die nicht einfach mal unten bleiben? Da oben ist er. Das ist da. Ja, komm hier und. Ja, da, nein! Aber man kann ihn jetzt mit L. Oh Gott, ich wage es kaum zu atmen. Da, das rechts sieht man ihn. Nein! Oh! Komm, ihm hinterher, er checkt's nicht. Alter Schwede, da läuft er. Oh Gott, und jemand verfolgt dich. Wo ist er? Ich sehe ihn. Ah, shit, der rennt doch irgendwo unten rum. Spür ich doch. Da. Oh nein, er hat das Ding benutzt. Nein. Er ist natürlich jetzt Oh Gott, und irgendjemand ist hier. Ist hier auf den Fersen? Ja, Alter! Ich spring schnell runter. Und. Oh, da, das. Und jetzt, aber der steht da noch unten. Ja, wo ist da der ist er noch! Ja, da ist er! Kannst du ihn? Ja, ja, ja! Mach ihn kaputt! Alter! Komm, jetzt bleib stehen! Oh, er ist nicht durch die Tür gerannt. Nein! Oh, ja, oh Mann! Das ist doch nicht dein Ernst, ey. Die alte Mistpocke! Aber auch immer in letzter Sekunde! Ey. Oh Gott! Der springt eh gleich wieder runter. Ja, ich hoffe es. Und wir werden verhalte dich unauffällig. Ja, nee, wir werden verfolgt. Wir müssen aufpassen. Geht ach ja, mal. Stimmt, du wirst ja verfolgt. Das ist auch noch. Oh nein, nein, da ist der andere. Und da ist der Verfolger. Oh Gott, gerade. Yay! Yeah, immerhin, dann komm, okay. Sehr cool. Oh, wie doof. Alter! Hast du dieses das nervt mich ja schon, wenn ich alleine spiele und nur so einen Boden abfangen muss. Ey, ich könnte auch mal ausflippen. So, jetzt müssen wir wieder den mit der Kapuze da. Hängst du da wie so ein rheumatischer Affe? So, okay, jetzt Ziel ist in Sicht, nur noch langsam bewegen. Du kannst mal auf einen achten, der eine Kapuze hat. Okay, du musst... Einen. Ich glaube, das ist da hinten. Okay, wir laufen dem mal hinterher. Der ist um die Ecke. Hä, ich habe den so schnell gar nicht gesehen. Ich habe noch auf das Bild... Ach, er, guck mal. Nee, doch nicht. Er hier. Oder der andere, einer von beiden. Oh, ist das gemein. Der hintere. Soll ich den jetzt nehmen? Nein, der andere! Bist du sicher? Nee. Wie soll ich sicher sein? Die sehen völlig... Einer von beiden ist es. Oh, oh, oh. Hier, siehst du? Er hier. Ja. Ich wusste, es war der hintere. Yeah! Ah, Player 83. Das gefällt mir, Player 83. So, jetzt haben wir ihn. Fantastisch. Aber du hast gesehen, das war von ihm halt auch... Siehst du, guck mal, hier sind vier Leute... Das war verdammt gut, dass er wirklich stehen geblieben ist und... Der weiß halt...
Er ist im Zweifel langsamer als Verfolgter. Das gefällt mir. Ich finde das gerade ziemlich cool. Geiles Prinzip. Wir haben gerade keinen Verfolger. Sieht man immer oben links. Das heißt immer, man kann sich... Oh, warte. So, und wie war das? Also wenn dich jetzt... Warte mal, wo ist... Ja? Wenn dich jetzt einer von denen umbringt, obwohl du keinen Verfolger hast, also du nicht das Ziel von denen bist, ja, wird denen dann irgendwas abgezogen? Die kriegen zumindest keine Punkte und verlieren ihr wirkliches Ziel. Ach so, okay. Ob sie jetzt Punkte abgezogen haben, weiß ich gar nicht, aber... Aber es lohnt sich auf jeden Fall, lohnt sich nicht einfach mal alle abzumessern, die sich irgendwie komisch verhalten, okay. Ja. Weil das wäre ja natürlich dann auch ein bisschen dämlich. Nein, das ist halt eben nicht dieses Kamikaze. Ja, finde ich aber echt ganz geil eigentlich. Ich glaube, ich muss das mal wirklich ein bisschen spielen. Oh nein, das ist verfehlt. Aber wir haben... Oh, da ist ein Hescher. Hasche und Hescher. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Oh, oh. Immer wenn einer angerannt kommt... Ja, wirklich. Oh nein. Ich erschrecke mich auch immer schon. Oh nein. Mist. Ihr Verfolger hat sie flankiert. Ach schön, ja, die Animation. Ich mag das ja. Okay, nur Twi-Links ist schlechter als wir. Und auch nur, weil sein Name an Twilight erinnert. Das, klar, das liegt halt schon in den Genen. Ja, komm, wir machen einfach ein bisschen... Aber ein anderer Tempel-Witzige Typ. Och Mann. Okay, jetzt ist hier wieder... Och, schon wieder so ein unauffälliger... Typ mit Kapuze. Warte, ah, der ist wieder oben gedreht. Da ist er. Nee, ist er das? Nee. Nee, oder? Aber ich habe auch keinen Bock, der schon wieder oben zu fliegen. Nee, das ist auch albern. Der kommt eh früher oder später runter. Da geht's auch die Treppen hoch, ne? Ja. Kommst du da nicht auch? Ja, danke. Nein! Oh, ah, geh weg! Ah, geh weg! Sie sollten sich, da ist er. Sehen. Der hier ist es. Nein! Er ist weggelaufen! Ach! Da ist er! Wo ist er denn? Da! Nein! Oh, du wurdest auch noch entdeckt! Was ist da los? Er ist nach oben geflohen. Wäre natürlich stylo, wenn du jetzt schon die ganze Ausrüstung hättest, ne? Einfach ja, nur, weil es geil wäre. Der weiß natürlich, dass er verfolgt wird und versucht uns abzuhängen. Und da wir ihn auch gerade nicht sehen, funktioniert das auch ganz gut. Der schafft es auch mit Bravour. Muss man neidlos anerkennen. Okay, wir können ja immer mit Auge arbeiten. Jetzt siehst du ihn. Ach, mit Auge? Ah! Oh, oh, oh. Ah! Schnell weg. Warte, nee, wir wurden gar nicht gehasht. Nee, aber trotzdem. Aber jetzt hast du einen neuen Verfolger. Ja. Dieser Sprung war so auffällig. Ja, ich glaube auch. Der ist doch hier gerade durchgerannt, erzähl mir doch nichts. Ja. Ist auf jeden Fall noch auf einer Ebene mit okay, dir. Da ist er! Da, komm, da rennt er weg! Nein, da vorne! Nein, ich wusste es! Mit dem Aufzug! Der kommt doch bestimmt wieder hoch da! Ja, warte, da. Da ja! Nein! Du Rattenjunge! Ey, Mann! Hier, komm! Revenge! Ja! Ja! Da haben wir ihn, ey. Yes! Da unten ist unser Hescher, hast du gesehen? Fantastico! Da unten steht unser Verfolger, da. Siehst du ihn? Ja, da rennt er, sehr gut. Da rennt er. Ich muss zugeben, ich hätte nicht daran gedacht, dass du ihn noch kriegst. So, als er da die Mauer erklomm, dachte ich, okay, der ist wieder weg. Ich bin schnell runtergesprungen, wo der andere Typ kommt. Und weglaufen. Noch 2 Minuten. Wenn ich jetzt irgendeinen Skill hätte, könnte ich jetzt... So, ich verstecke mich mal komisch. Ey, geh da hin! Ah, nein! Wie sind unsere Verfolger ankommen? Ey, das gibt auch Punkte, sehr gut. Ja, und er ist automatisch wieder rausgesprungen. Also ich übertreibe nicht, wenn ich sage, ich finde das gerade echt cool. Das ist echt, das ist eine coole Idee. Ja, ne? Also ich weiß nicht, ob man das 3 Monate jetzt spielen muss, wie andere Spiele. Also ich weiß nicht, wie gehaltvoll das auch über eine längere Zeit hinweg ist. Aber jetzt gerade finde ich es erstmal so sympathisch. Mal echt was komplett anderes. The Call of Duty können wir auch nächstes Wochenende wieder spielen. Warum nicht mal was anderes? Ja, genau, das glaube ich auch. Also das ist halt echt nichts... was man jeden Tag abends unbedingt spielt, aber das ist echt mal eine nette... Oh nein. Was war das denn für ein geiler Move? Stil auf jeden Fall. Guck mal, hier oben mit diesen beiden Messern, das ist ja schon... Aber dafür hast du einen schönen Bart. Oh, Twi-Links hat uns überholt! Ich habe mich gerade noch über ihn lustig gemacht, jetzt hat er 100 Punkte mehr als ich. So, wo ist ey, komm, in 50 Sekunden schaffen wir das noch. Vielleicht, also es gibt ja auch noch andere Karten, wo nicht die ganzen Dächer sind. Mir gehen die Dächer auf die Eier. Dadurch, dass ich das Singleplayer-Spiel nicht gespielt habe, bin ich, glaube ich, nicht so gut darin, zu klettern. Ich kenne noch nicht so genau die Technik. Ja, bei mir ist es genau andersrum. Ich klettere eigentlich die meiste Zeit und benutze kaum die normalen Straßen. Oh. Siehst du? Ja, sehr gut, sehr gut. Abgehauen von dem Harlekin. Schnell weg, ey. Kann ich mal der Harlekin. Wir müssen jetzt unser Ziel ja auch verfolgen. Mein Puls rast. Oh nein, jetzt bin ich hier. Oh komm, noch 11, 10. Oh.
Ja, der andere, der kriegt dich nicht mehr, aber du ihn auch nicht. Schon wieder Sechster. Wie gerade. Du hast dich deutlich gesteigert. Ja. Die anderen aber leider dazu auch. Und deswegen bist du nach wie vor nur Sechster. Aber ja, trotzdem gut, Nils. Wollen wir nicht meckern. Ja, aber guck mal, hier, schon was bekommen. Jetzt haben wir nämlich genau die Belohnung bekommen. Yes. Jetzt können wir uns verkleiden. Das machen wir jetzt auch mal. Deswegen gehen wir einmal ganz kurz raus. Das halte ich für eine hervorragende Idee. Weil dieses Verkleiden ist echt ein guter Move. Der, für clevere Leute bringt ja nicht so viel, aber wenn man so im Eifer des Gefechts nur nach dem Skin-Ausschau hält dann, und man sieht ihn nicht, dann, weißt du, man hat ja auch keinen Bock jetzt wie zu riskieren, dass man jemand anderen platt macht. So, hier siehst natürlich. Du das. Mit dem linken Button, da können wir Verkleiden auswählen. Aha. Und wenn man das mal anklickt, sieht man hier, was noch so auf einen wartet. Sprintboost, Rauchbombe und ne, das mit zunehmend. Schalten Sie frei, wenn Sie Stufe 26 erreichen. Genau. Boah, dann haben wir noch ein bisschen was. Ja. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht, so 2,5 Wochen etwa. Ja, genau. So, und wir hauen uns jetzt einfach nochmal rein. Ganz lustig, oder? Ja, ohne Scheiß, ich find's echt ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob ich jetzt parallel zur Singleplayer-Kampagne, in der ich ja noch stecke, jetzt auch noch mit dem Multiplayer anfange. Mhm. Aber ich möchte mich zumindest mal mit beschäftigen. Vielleicht so nächste Woche, wenn ich's durch habe. Was wir gleich vielleicht auch nochmal machen können, ist den anderen Multiplayer-Modus zeigen, wo man in den Teams agiert. Das ist so, dass man quasi zu viert in einem Team ist und jeder hat den gleichen Skin. Das heißt, du weißt genau, du verfolgst nur dieses eine Charaktermodell. Okay. Und ja, jeder bekommt dann immer ein Ziel zugewiesen. Du kannst, wenn du mit einem Teamkamerad unterwegs bist, auch Ziele tauschen. Und da kannst du einen dann auch lustig locken. So, du kannst zum Beispiel, der eine stellt sich arglos irgendwo hin und wartet auf den Hasher. Und der zweite stellt sich irgendwo in die Ecke und wartet darauf, dass der Hasher den ans Leder will. Ja, sehr gut. So, jetzt sind wir hier der Henker. Wen willst du denn haben? Ja, ne, Henker können wir nicht, ne, der ist schon weg, oder? Kaufmann, der Bucklige. Oh, jetzt sind wir der. Ja, ja, gut, aber der sieht auch schon richtig schön verschlagen aus. Ja, ne? Ja. Der hat auch so eine komische Hand. Oh ja, tatsächlich, so eine geile Krallenhand. Ja, der kann ja wohl nur awesome sein. Ja. Vielleicht ist es doch der bessere Charakter als der Harlequin. Hier, mal gucken. Okay, wer ist jetzt der Henker, ist unser Ziel. Boah, ich muss mir angewöhnen, erst immer aufs Radar zu gucken. Ja. Okay, der ist es nicht. Nein, der ist schon wieder nach oben. Ich hasse sowas. Scheint mir auch eine recht, oder wirkt das gerade nur so, eine recht weitläufige Map zu sein, ne? Du kommst dem gar nicht näher. Ja, ja, wer weiß, der läuft ja vielleicht in die gleiche Richtung wie ich und deswegen. Oh, oh. Wen? Oh, oh. Da steht er doch, da, er! Ja! Yes! Benchut. So. Lautlos. Sehr schön. Super cool. Wir haben noch keinen Hasher an uns kleben. So, wo ist der nächste Auftrag? Ja, echt? Kriegst du denn... Out! So, okay, da. Was haben wir denn für einen, die Dame? Okay, Le Madame. Ah, die ist gerade da nach oben gelaufen. Na? Grob in die Richtung. Na? Man wird schon ein bisschen... Man wird schon so ein bisschen paranoid, ne? Ja. Also ich merke das auch, man guckt die ganze Zeit, wer sich irgendwie auffällig verhält. Aber die, das ist halt, man, die kriegen sie gerade auch nicht, die läuft auch. Ein anderer hat sie getötet. Okay, irgendwo da oben. So, wen jetzt? Den Glatzen-Indianer da. Oh, jetzt werden, ist er noch... Da ist er, zack, weg! Yes! Boah, Alter, da, das sieht man schon echt. Der ist uns aber auch schön irgendwie ins Messer. Ah, herrlich, so liebe ich das ja, ne? Keine eigene Anstrengung, einfach nur Gelegenheiten umsetzen. Okay, so bin ich auch zu dem Job gekommen. Ja. Oh, oh nein! Ich hab den Augenwinkel noch gesehen, ey. Der dafür hat er 600 Punkte bekommen. Ja, der so Pestdoktor. Was? Der hat schon 1600 Punkte? Ja. Also gerade 1000 und nochmal 600. In den anderthalb Minuten. Respekt! So, jetzt ist er natürlich direkt wieder ein Verfolger. Weg da, hey. Und wir suchen wieder den Mönch. Usch. So ein Mönch, finde ich, der ist irgendwie immer... Der sticht immer raus. Aus so einem... Aus seiner Masse. Ja, du würdest ihn auch gerne mal aus der Masse rausstechen. Ja. Oh, oh, gleich ist er weg, gleich ist er weg, gleich ist er weg, gleich ist er weg. Hier, warte. Wo ist der? Ah, da war er drin! Der saß hier in dem Topf, da rennt er weg. Oh, ah, nein! Oh! Als hätten die zusammengearbeitet. Ja, genau so. Oh, das ist echt gemein.
Wenn das hier Teufel. Geklappt hätte mit der Konsole, hätten wir nämlich auch so gearbeitet. Ah, verdammt. Ja. Ah, aber ich sehe, das sind also die Taktiken, die man dann anwenden muss. Und du kannst dich natürlich auch immer, also im Stroh haben wir schon gezeigt, aber du kannst zum Beispiel auch auf dich auf die Bank setzen oder so, um dich quasi zu verstecken. Und so möglichst unbeteiligt wirken. Ja. Oh, jetzt hast du wieder einen. Da oben sprang er doch gerade rum. Ja, ich habe keinen Bock. Die springen sowieso früher oder später runter immer, aber da. Hast du gesehen, dass einer runtergesprungen ist? Das war aber doch. Ja. Oh Mann. Da ist er. Und? Runter, runter, runter. Siehst du, das hasse ich. Ich weiß nicht so richtig, wie ich jetzt hier runter. Einfach B drücken. Oh, auf B, lass du los. Oh Mann! Okay, wir nehmen jetzt wieder den Mönch. Ja. Oh Mann. Man muss hier ständig umdisponieren. Ich bin mental überfordert. Hast du jetzt zwei Verfolger? Ja. Kannst theoretisch bis zu 4 Verfolger haben. So, was war das, der Mönch, ne? Da oben ist einer. Da. Nee, nee, der muss hier über uns sein. Das stimmt. Der krebst da bestimmt auf dem Dach rum und setzt schon den Giftpfeil an. Ja. Mist. Das ist ja nun wirklich hochspannend. Oder? Ja, ne? Und auch noch 2 Verfolger, das heißt jede Sekunde... Wo ist er? Wo ist er? Oh, der ist wieder nach oben! Ah! Weg da! Da ist er hoch, oder? Wenn er das war, ja, sieht so aus. Da ist auch Verfolger, oh, siehst du? Oh, der kommt hinter dir her, der andere. Der kommt da gleich. Da siehst du den Pfeil. Hilfe! Schnell runter! Nee. Da, wo ist der blöde Mönch? Da ist einer. Nee, das ist aber... Nein, ist er nicht! Nein. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, ey. Der ist hinter uns her. Wenn du wenigstens die anderen loswerden könntest. Ja! Pam! Das war der Multiplayer-Modus. Ist wie gesagt das erste Assassin's Creed, was eben einen Multiplayer-Modus hat. Ich finde ihn ganz lustig. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also wie gesagt, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt ein ewiger Klassiker ist, den man in 2 Jahren noch spielt. Aber jetzt erstmal, so als Abwechslung zwischen Call of Duty und FIFA und dem neuen Need for Speed oder so, wenn man was ganz anderes will, glaube ich, ja, ne? Ist das schon mal ein Wochenende wert. Finde ich auch. Ja. Und die haben sich Gedanken gemacht, die Jungs, auch wenn es von The Ship geklaut ist. Heutzutage ist ja eh alles geklaut. Die haben nicht irgendwas gemacht, sondern sich wirklich überlegt, wie man eben dieses Assassinige in einem Multiplayer-Modus umsetzen kann. Ja, Entschuldigung. Also, das Flair kommt gut rüber. Wie ich gerade meinte, selbst wenn ich selbst nicht spiele, aber ja. Ich bin schon echt aufgeregt, wenn man sich dem Ziel nähert und langsam eingekreist wird von dem anderen. Ja. Und ich glaube, wenn man dann die ganzen taktischen Feinheiten noch raus hat und die ganzen Maps kennt und dementsprechend hoch vom Level her ist und noch mehr Rüstung bekommt, das kann schon wirklich Bock machen. Ich kann das vorstellen. Ja. Ich finde das gut. Ich finde das gut. Mein Urteil ist... Au. Eine versteckte Klinge nach oben. Ja, meins auch, so. Passt ganz nach oben. War dein privates, ja. Also, großer Spaß. Habt ihr das auch mal ein bisschen kennengelernt? Das war Assassin's Creed Multiplayer-Modus. Wir sind raus. Auf Wiedersehen. Adieu, Singer. Yeah. Ich roll cool noch hin, okay?